Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Magic the Gathering Arena. Ja, wie ihr schon sehen könnt, wir haben hier ein blaues Deck uns heute vorgenommen, das ich euch vorstellen möchte. Und zwar, das nenne ich Ideenfluss, man hätte es auch irgendwas mit Jace nennen können, denn es geht hauptsächlich um Jace und hat viel mit Kartenziehen und Manipulation zu tun. Rückruf als Karte ist natürlich ganz billig, um mal was hochzubringen, was uns ein bisschen nervt. Der Foliante Begehrlichkeiten ziemlich geil, nicht nur weil wir keine maximale Handkartenzahl haben, sondern jeder Spieler, also auch der Gegner, kann dadurch Karten ziehen, wenn wir das machen, aber wir können den Gegner auch dazu zwingen, Karten wegzulegen. Und das ist eigentlich schon die Siegvarianten, entweder der Gegner geht decktot oder wir gewinnen, weil wir decktot gehen. Wie können wir das schaffen? Nun, Jace seine Fähigkeit, seine Passive ist, dass wenn wir decktot gehen würden, stattdessen gewinnen. Er selbst, wie ihr seht, kann einen Spieler dazu zwingen, zwei Deckkarten wegzulegen und uns selbst einen ziehen zu lassen. Oder sieben Karten zu ziehen und wenn wir dann keinen haben, gewinnen wir die Partie. Was durch den ersten Effekt allerdings so oder so passiert. Egal. Dann der dreiste Langfinger, eine ziemlich billige Variante, denn für zwei Mana können wir eine Karte hochbringen. Und für drei Mana können wir ihn spielen. Er kann dann zwar nur fliegen, blocken, aber immerhin. Jace Triumph ist auch cool, für drei Mana zwei Karten ziehen. Wenn wir Jace haben, sogar drei. Mujian Ling passt hier nicht ganz so rein, außer ihre letzte Fähigkeit, auf die wir hinarbeiten müssen, indem wir dann mit Inseln Karten nachziehen können. Aber sie hilft uns am Anfang auch ein bisschen bei der Defense, wenn wir es wollen, weil sie Angriff verringern kann, vorübergehend und Vogelspielsteine beschwören kann. Was wir allerdings vermeiden wollen, wir wollen ja Inseln ziehen. Der Funkendoppelgänger, genial. Man kann ihn halt dazu nehmen, die andere Kreatur zu kopieren. Jetzt wäre von den Vorgestellten bisher keiner da. Wir können allerdings auch einen Planeswalker kopieren, was bei Jace natürlich ganz praktisch ist. Aber für Jace Projektion ist auch ganz geil, denn wenn wir eine Karte ziehen, kriegt jeder +1/+1 Marke. Und wenn wir zu viel Mana haben, können wir auch auf unseren Jace eine Loyalitätsmarke legen. Passiert eher selten. Kasmina, die ist dazu da, dass wir ein paar Defons holen können. Dazu werfen wir dann noch eine Karte ab und ziehen eine. Das heißt, die Zugfähigkeiten werden ausgelöst. Sir Eleonora, die Scharfsinnige, passt auch ganz gut rein. Die hat so viel Angriff, wie wir Handkarten haben. Durch den Folianten können wir sehr viele haben. Und Zaubersprüche, die Gegner wirken und die sie als Ziel haben, kosten zwei weniger. Zudem dürfen wir eine Karte ziehen, wenn sie ins Spiel kommt. Eine der geilsten Karten ist der Zauberspiegel. Der kostet einmal eine weniger für jeden Spontanzauber der Hexerei. Gut, jetzt sind nicht ganz so viele da drin. Aber es bringt eigentlich sehr viel, denn wir haben wieder mal keine Handkartenzahl. Und er kriegt eine Mark und dann ziehen wir so viel, wie er Magen hat. Gutweg ist auch geil. Wenn er ins Spiel kommt, ziehen wir so viele Karten, wie X ist. Und wenn wir einen blauen Zauber spielen, können wir eine bleibende Karte tappen. Wenn wir 4 Mana haben, ist Manipulation der Massen genial. Für X Mana können wir, also 2x X Mana quasi plus 4, können wir halt X Kreaturen, aber auch Planeswalker klauen. So, und das ist eigentlich quasi die ganze Deckstrategie. Wir versuchen einfach nur, viele Karten zu ziehen und zu überleben, bis wir oder der Gegner decktot sind. Und wenn es natürlich eine Gelegenheit gibt anzugreifen, nutzen wir das auch. Schauen wir mal, wie das funktioniert. So, unser erster Gegner für heute heißt N1LGO. Gut, die 1 ist ein I, Nilgo. Ergibt auch keinen Sinn. Sieh mal, wer spielt mit Lurus aus der Traumhöhle, die jetzt nicht mehr so geil sind, weil man sie erstmal auf die Hand ziehen muss. Gut, wir sagen brav Hallo, Insel raus, Rückruf behalten wir. Und hoffen, dass wir was Passendes dazu ziehen. Nein, dafür gebe ich mein Mana nicht her. Jo. Naja, wir haben jetzt Mana. Wir sind ja bescheiden. Über solche Dinge freuen wir uns. Na, was machen wir Kluges? Geil. So, jetzt bringe ich sie ihm hoch. Oh, nee, wir warten mal. Vielleicht haut er noch was drauf. Gut, nee, dann müssen wir. Je, eine Angriffsphase überstanden und eine Karte weggemacht. Was du Lurus dann später egal ist, aber was soll's. Foliant. Wir können ihn natürlich auch ganz viel Karten ziehen lassen, weil Karten runterwerfen lassen, viel zu viel. Er wird
genügend noch rausspielen können. Wen kann es so, ne? Schutz vor, okay. Ah ja, das ist auch noch eine Verzauberung. Nett. Nicht so unterlich. Ja. Bringt nicht viel, wir brauchen irgendwas zum Hochbringen. Ich ziehe lieber Karten an. Er wird zwar, wie gesagt, massiv nachrüsten können, aber. Hm. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Ist das nicht eine geile Hand? Zweimal quasi, oder würde bestimmt auf der Stadthand sein, das ist mega. Hast du auch noch eine Verzauberung? Geil. Ja, läuft. Ist doch richtig Spaß hier. Komm, wir ziehen zwei Karten nach und trinken was zum Hochbringen. Help. Also das Pro ist, wir haben was zum Hochbringen. Ich habe so eine Idee, wie wir spielen. Dann überlegen wir einen Zug. Eventuell, mal gucken. Fluchsicherheit und Unzerstörbarkeit. Das müssen wir unterbinden. Wir bringen die vorher hoch. So, wenn er jetzt nochmal sowas hat, ist es eh vorbei. So, das ging ins Leere. Das war schon mal gut von uns. Jetzt wird natürlich massiv raushauen, weil die ja immer stärker wird. Wir können dann ploppen. Das ist so. Moment, Moment. Dreimal am Anfang. Also, das ist aber Luck. Da bin ich ein bisschen neidisch. Ja, wir müssen blocken. Ganz klar. Wir brauchen trinken mal am nächsten Zug. Wir klauen können. Ich habe keine Idee, was wir machen können. Okay, hochbringen vielleicht. Der einzige Chance. Gut, wir können hochbringen. Was können wir noch? Ich könnte das nochmal ausspielen, aber davon habe ich nichts. Es geht nicht anders. Voll fett. Verzauberer plus 1 plus 1 und lande ich, was auch immer Wachsamkeit hat, weiß die Kampfstadt höher Widerstand auf der Stelle. Ist okay, damit kann ich umgehen. So, jetzt hat er sich seinen Lurus auf die Hand geholt. Bis seine Zugschutz von der Farbe. Aber Reihenfolge war Kumpel, ich bin zuerst dran. Uiuiui. So, wir warten aber, bis er sich verstärkt. Jetzt denken wir nach, was machen wir? Er hat keinen Zerstörungszauber, er wird bestimmt nichts ziehen. Wir könnten ihn spielen. Hätten wir noch zwei Mana übrig.
Eine Karte nachziehen, oder noch eine Folge? I'm always a step ahead. Ihn Karten weglegen lassen. Uns Karten weglegen lassen. Ich will jetzt sagen, was gut ist. Er kann ja... Gut, wenn wir Lochus ihn klauen, kann er eh nichts machen. Wisst ihr was? Er soll mal weglegen. This. Ja, da ist nichts richtig, ist sich hier. Gut. Keine Angriffe, wir brauchen dringend Blocker. Ja, das hat umgewandelt 3, aber weil nicht die Fähigkeit. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir den uns holen können, aber. Oh, wie überraschend. Er wird nicht angreifen. Ach doch, wenn er das drauf spielt, hat sie plus 1 plus 1, nochmal plus 1 plus 1, noch 4 zu 4. Ach, der Pfund. Okay. Mal gucken, ob er angreift. So doof ist er bestimmt nicht. Wäre gut für uns. Was denn? Doch, ehrlich? Du hast nicht Erststab oder sowas, ne? Cool. Nehmen wir doch. So, wir ziehen ganz brav eine Karte nach. Jeder. So. Einfach weil es ihm so unglaublich wichtig ist. Holen sie uns. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich aufgeben, denn ohne die Karte ist das ganze Ding nutzlos. Ah, trotzdem Einsatzverzögerung, okay. So, falls wir noch hart lassen, können wir sie weglegen. So, wie sieht's aus? Okay. Er kann schon noch Soldaten holen. Das dürfen wir nicht vergessen. Ah ne, es sind nur Menschen. Egal, Menschen, Soldaten, Menschsoldaten. Okay, unblockbar kann er gemacht werden. Das heißt, wir brauchen gar nicht zu warten. Das eine Mana, das tut ihm nicht weh. Zudem haben wir Wachsamkeit. Könnte den aber noch verstärken, oder? Wenn er 4 Mana zahlt, kriegt er noch ein 1-1-Spielstein. Ja, das hat er verspielt. Dann können wir sogar angreifen und uns ein bisschen AP holen. Das war nicht clever, Kumpel. Er ist wahrscheinlich auf seine Strategie so fixiert, dass er... Ups, das wollte ich nicht. Dass er nicht anders kann und so spielt, wie er es gewohnt ist. Wäre clever gewesen, hätte den gelassen und das, dass ich eventuell angreife, er sich einen holt und einen blockt. Gut. Nicht unser Problem. Na? Warum darf ich jetzt nicht angreifen? Echt? Wieso? Hä, er kann ja gar nichts machen. Warum läuft er denn überhaupt nur? Er hat nicht die 4 Mana. Oder ich kann nicht zählen. Für mich liegen da 3 Ebenen plus das. Und das ist das zu tun, ist Teil der Kosten. Also ich hoffe jetzt, dass er einfach disconnected ist. Wenn er jetzt absichtlich die Zeit quasi ablaufen lässt, das wäre echt arschig. So nach dem Motto, naja, wenn ich nicht gewinne, dann lasse ich wenigstens deine Lebenszeit verstreichen. Ich gehe davon aus, dass disconnected ist. Kann mir nicht anders vorstellen. So. Jetzt geht es schon ein bisschen besser. Schau mal, wir haben 7 Mana. Du machst es immer gut. Du machst dich gut.
wind whispers secrets. All you have to do. Bow to the howling. Und dich stärken wir, indem wir noch eine Karte nachziehen und dich lassen wegfallen. Ha, jetzt hat er keinen Bock mehr gehabt. Okay, das war der erste Sieg, der war auch hart erkämpft, würde ich sagen. Unser zweiter Gegner ist Flyer. Egal. Das ist doch mal eine sehr sympathische Stadthand. Damit können wir deutlich mehr anfangen. Gut, wir haben es doch gerade trotz allem gewonnen, aber egal. Mana mehr wäre natürlich noch toll. Aber gut, wir sind bescheiden. Wir können drei Karten hochbringen. Ich gehe davon aus, das dritte Mana ziehen, dass wir auch bald nachziehen dürfen. Und dann läuft es. So. Wird ein langer Kampf, wie ich merke. Schwarz. Hochspielen, nächster Knüppel. Bringt nichts, das hochzubringen, bringt nichts zu blocken. Wir spielen aus. Und akzeptieren halt das bisschen Schaden. Unsere Lebenspunkte sind quasi eine Ressource. Schwarz-Weiß, ja, das passt. Achso, Entschuldigung. Ich wollte nicht drängen. Zack, Variant aus. Mal sehen, wie weit wir jetzt steffen müssen. Jo, ist gut. Nächstes Mal müssen wir ihn zurückbringen. So, wir haben drei Mana. Entweder zahlen wir ein Mana, haben zwei übrig, können eine Karte ziehen. Wir zahlen zwei. Oder wir akzeptieren einfach erstmal den Schaden und ziehen direkt dreimal nach. Wir haben das erstmal. Da haben wir ein bisschen Nachschub. Jo, das passt auch. Müssen wir ihn bald hoch. Oder wir setzen sie auf den Hut. Bringen einen hoch. Oder so. Even a typhoon has a single rainbow. Call your temper. Dafür sehe ich da, dass uns ein bisschen Zeit rausholt. Das ist so unangenehm. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, ist blöd. Mal schauen, wenn er mit beiden angreift, dann ist er halt weg. Was soll's. Ansonsten bringen wir die auch, die sie, mit der er sie angreift. Please be patient. Gut. So, erstmal sorgen wir dafür, dass der Lebenspunkt hier durchkriegt. So, 5 Mana. Das Spiel bringt ja sowieso nichts. Wir schauen mal, was er macht. Und dann passen wir entsprechend unseren Spielstil an. Okay. Ich habe schon eine Idee, was wir machen. Wir gucken, ob es klappt. Okay, klappt. Deine Magen interessieren mich jetzt erstmal. Und dein Liga-Cup machen wir kaputt.
Sehr gut. Lebenspunkte gibt es nicht mehr für Stadt. The Howling Winds. Ja, genau. So. And prepare for war. Join my cause. So, jetzt die Frage, was braucht man am wenigsten? Aber auf Rückruf können wir auch erst verzichten erstmal. Gut, ich glaube, damit haben wir das Offensivste überwunden. Every day is a new lesson. Punktendoppelgänger habe ich jetzt auch keine Verwendung für. Machen wir jetzt mal so einen Chest aus. So, 47, 42. Trotz allem, wir wissen nicht, was kommt. Wir spielen sicher. Hier tot dich oder ein Blinzwolf, den von dir das angreift, von dir beherrscht ein Lebenspunkt, du kriegst einfach zu gut und greif mir nicht an. Ja, das einen Hochbringen hebe ich mal auf. Ich ziele was mal nach. Auf. So, 7. Ich könnte einen übernehmen. Ich könnte es auch sein lassen. Ich kann es im Inseln tappen. Und die kriegen dann hier eine Karte. Gucken wir mal. Wir ziehen mal eine Karte. 3, dann ist noch 3 Mana. So, jetzt haben wir 3 Mana noch übrig, damit können wir ja genug machen. Warten. Zur Not zum Kappen. Das ist nicht so schlimm. Ach ja, doch, die Lebensverknüpfung, die nervt mich. Der hat auch Lebensverknüpfung, ist auch nervig. Aber es geht ja um die Reihenfolge, die sich schmeckt an. Genau, das wollte ich doch hoffen. Na komm. Nee, passiert nichts. Okay. Tja, du hast meine Planeswalker nicht angegriffen. Das war töricht von dir. So, das wird seine Laune auf Null senken.
Jetzt können wir selbst uns ein bisschen decktot machen, denn wir haben selbst einen Jace. Nochmal auf Ersatz. Das heißt, es passiert nichts Schlimmes. So. Angreifen tun wir natürlich nicht, wir sind nicht doof. Ja, die Partie ist quasi für ihn vorbei. Das ist meines Erachtens Verzweiflungstat. Ja. Ist das legendär? Klar. So. Gebt mir einen Moment, ich denke nach. Es geht uns wieder. It's a matter of giving. Gatwick, mein Freund. Ach komm, die hauen mit vollem Mana trotz. Ach nee, wir haben den Zauberspiegel noch gar nicht rausgehauen. Billiger wird er nicht. Ja, eigentlich können wir jetzt die Hobbit-Karten dann nachziehen. Spontan auch. Machen wir auch. Wir haben eine unendliche Hand. So könnte ich machen, aber wir haben ja das hier. Ah, Chase Position, die haben wir auch noch raus. Ich hab schon gefragt, wo die bleibt. Gut. Oh mein Gott, wir sind bald decktot. Wie wir wollten uns. So, du hast auch nochmal zu einem Chase. Wir haben zwei Mana, mit denen können wir Karten ziehen oder Sachen hochbringen, die wirklich lustig sind. The sky is my domain. Always. Ja, es hat sich für ihn erledigt. So, jetzt ziehen wir nach. Ja, ihr seht, wir haben jetzt massiv viele Möglichkeiten. Unsere bauen sich mal weiter auf. Hoppla, nein. So, bauen sich mal weiter auf. So. Chase-Projektion! Ich kann mich Räuchchen orientieren lassen, wenn es so ist. Das ist mein Müllwagen jetzt draußen fährt. So. So, ich spiele dann weiter. Du hast zwei Karten. Ziehe sieben Karten. Falls dann. Nö, das haben wir noch nicht. So. Yes. So, drei Mana. Können wir dafür irgendwas Sinnvolles machen? Ja, wir können spontan reagieren. Wir haben genug auf der Hand, falls er das machen will. Ah ja. Da kommen den Einprimier noch hoch. So, der rechnet sich das noch eine Stunde? Nein, das natürlich nicht, aber er versteht das Prinzip ganz schön. So, dann wünsche ich mir ganz nett ein gutes Spiel. Schau nochmal. Und jetzt denkt er, wir gehen decktot. Machen wir aber nicht, wir gewinnen. Tada! Der zweite Sieg auf intelligenter, strategischer Weise. Unser dritter Gegner ist Karnoris. Mit einem medusenhaften Avatar.
So, Stadtrand sieht doch ganz nett aus. Sieht immer noch nett aus. Ah, danke schön. Rot, aber ist noch nichts draußen. Schon mal gut. Haben schon mal einen kleinen Mana-Vorteil. Wenn wir Glück haben, spielt er Schadenzauber. Das kann uns dann einigermaßen egal sein, außer vielleicht für uns im Weltenwanderer. Was ist das? Weiß jemand, was das ist? Den habe ich gerade noch nie gesehen. Okay. Wir hauen sie jetzt einfach mal raus und gucken, ob es jetzt schade ist. Prove your skill. Teach you. Quell your temper. Wir haben noch einen auf der Rasse. The sky is my domain. Können sie jederzeit hochbringen. Kein Neutras und kriegt auch. Okay, einverstanden. Bauen uns bald erstmal schön auf hier. Ne? Nein, das will ich. Weniger als 7. Wir haben noch keine maximale, also wir können noch nicht mehr Karten haben. Jetzt kriegt sie Eilen. Ist okay. Moment, die wieder hoch. Challenge a raging river. Alles, was viel Mana kosten hat, das kommt jetzt aktuell entgegen. Wir greifen mal brav an. Wir können mit denen ja eh nur nicht fliegen, nur fliegende Blocken so rum. Wir warten. Jetzt sind wir eine geile Fähigkeit. Jetzt dürfen wir mit unseren Karten ziehen. Und das können wir auch spontan machen. Haben wir diesen Zug im Land gespielt? Schauen wir mal. Wir haben nur beschränkte Handkartenzahl, daran müssen wir denken. Aktuell noch. Wenn wir Chase spielen, können wir den nicht mehr hochbringen. Rechtzeitig. Daher lassen wir das. Ja, ja. Das ist okay. Kein Ding. So, ich muss am Ende seines Zuges keine Karte werfen, wenn ich mich nicht ganz täusche. So, wir machen erstmal wieder plus 2 plus 0 jemanden. So, wir haben 6 Mana. Ein Mana brauche ich, um ihn oben zu halten. Okay. Eigentlich krass, dass er mich damit killen kann.
Ja, hier nutze ich quasi den Mana-Vorteil aus. So, lass mich nachdenken. Wir können sie nicht mehr hochbringen, das müssen wir ja akzeptieren. Wir holen uns also nicht. Damit wir in den Fall. Are they your weapons? Or mine? Das Grab ist ein Schwergewicht. Let's think this. Decisions, decisions, decisions. So, ich gehe mal davon aus, dass er mir den 4-4er nicht so schnell wegkriegt. Wir müssen leider nämlich ein bisschen offensiv spielen, weil durch das blöde Ding er mir jeden Zug jetzt 2 Schaden macht und sich 2 Leben holt. Das heißt, wir kommen ein bisschen hier in Druck. Den können wir vergessen. Der entfernt uns alle aus dem Spiel. Ja, schön! Und auch noch klug gespielt schon, aber. Fortunately, I won't have to remember this. Kontrolle der Massen. Für Kreaturen oder Planeswalker? Ist halt noch kein Kreatur, ne? Learn some respect. 4, 5, 6, 7, 8. I'm brilliant, so do try to keep up. We are the future. Zwölf, 13 reicht natürlich nicht ganz. Ich hab auch massiv Mana. Wir haben geschaut, wie viel Karten ich und er nachgezogen haben, ne? Der dürfte auch bald ins Spiel kommen, leider. Ja, dieses Kreatur mutiert. Schicke so lange hier oben das Karte, bla bla bla, bis du x deine Karten, bla bla, wo x da steht. Oh, hat er so viel Mana gezogen? Gucken wir mal. Ich dachte, wir ziehen vielleicht was, womit die was auf die Hand bringen können. Das wird uns nämlich helfen. Gut, wir übernehmen die Kontrolle und haben auch gewonnen. Focus on what matters. So, das sollte eigentlich reichen. Okay, hat er gemerkt. Gut,
das war der dritte Sieg. Ich hoffe, das Deck war für euch ein bisschen interessant. Und ja, ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Und wie immer sage ich, mögen euch die Gaming-Götter hold sein. Tschüss!